Ja, hallihallo, schön seid ihr wieder da. Der Blumenmann aus Großhofstetten ist bereit, für euch was Tolles zu zeigen. Und zwar habe ich gedacht, ich zeige euch heute was mit so 10-Franken-Stücken. Und zwar, hey, nein, schenkt doch nicht einfach ein Bündchen Noten zu einem Fest, sondern schenkt etwas Tolles mit Noten zu einem Fest. Erstens sieht es dekorativ aus. Zweitens erfreut sich die beschenkte Person am Geld und an der Kreation. Und drittens hat auch, wie soll ich sagen, das Auge Freude und es kann nicht so schnell geklaut werden. Ich habe schon gehört, dass einige Kuverts manchmal verschwinden an Festen mit Geld drin. Und da ist es einfacher, wenn man natürlich eine Kreation macht, wo man dann nicht einfach schnell mitlaufen gehen kann. Ja. Wie man so Noten faltet, das geht natürlich fix und schnell und ganz in verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe jetzt eine gerollt, eine gefaltet und die zweite falte ich jetzt auf der kürzeren Längsseite, um sie dann in eine Pflanzenkreation reinzuarbeiten. Du kannst natürlich solche Kreationen entweder in Pflanzen, also mit Pflanzen machen. Du kannst ein Agavenblatt füllen mit Notenstücken. Du kannst eine Kreation machen mit Schnittblumen, ein Blumengesteck. Du kannst eigentlich alle verschiedenen Varianten wählen. So, jetzt habe ich da so eine kleine Tüte gerollt. Dann können wir eine Rolle machen. Das vorhin war so wie eine, ich sage mal, wie ein Joint oder so gerollt und das hier ist wie eine schöne lange Rolle gerollt. Also wirklich ganz unterschiedlich. Wichtig ist, dass man hier die langen Stiele oder die Drähte etwas länger lässt, damit man dann auch gut den Draht hier ran machen kann und dann ist es viel stabiler. Man könnte noch einen Kreis falten. Ich mache es jetzt einfach und falte nochmals eine ganz einfache, so wie ein Fächer. Die Schweizer Noten, die sind jetzt etwas steifer als früher, sie sind etwas dicker, sie sind so wie plastifizierter. Ja, sie haben, glaube ich, nicht so gerne, wenn man die faltet, aber das ist mir eigentlich schnurz egal und fix und fertig, weil ich will ja was Schönes kreieren. Und zwar habe ich da so verschiedene Stauden. Das sind alles Sachen, das ist eine Küchenschelle. Das ist ein Mannsschild, eine Akelei und ein Schlüsselblümchen. Und alles sind Pflanzen, die könnte man auch in den Garten rauspflanzen und dann anschließend kommen die nächstes Jahr wieder. Küchenschelle, Akelei und auch die Schlüsselblume, die sind problemlos zu überwintern. Aber dieses Mannsschild, Androsacea auch genannt, ist etwas komplexer. Aber versuchen kann man es immer und einen Versuch etwas auszuprobieren, das ist es immer wert. Ich habe hier ein schönes Gefäß, innen ein Plastik, dann habe ich unten ein wenig Blätton reingemacht. Dann fülle ich das Gefäß mit Erde auf. Den Blätton habe ich ausgewählt, damit die Materialien, besser gesagt, die Pflanzen keine Staunässe erhalten, dass das Wasser da ein wenig abfließen kann und somit dann unten bleibt und nicht die Erde immer so konstant feucht und nass ist. Ich sag mal so, jetzt haben wir da vier Pflanzen, das ist natürlich suboptimal, aber es geht. Und ich mache da immer schön ein Loch für die Pflanze reinzumachen. Und wie ich das schön abgemessen hätte, passt es einfach genau rein. Ich habe da noch ganz wenig zu wenig Erde. Und so können wir das Ganze da noch ein wenig auffüllen. Die Erde abklopfen. Wichtig ist, dass man so ungefähr einen Zentimeter großen Gießrand lässt, damit dann auch man das Wasser
in das Gefäß rein gießt, nicht gleich über den Topf rüberläuft. Wichtig ist, dass man das Ganze auch gut angießen tut, damit die Pflanzen sich auch gut mit der neuen Erde vermischen können und damit sie natürlich nicht schon am Anfang welken. Im Frühling habe ich ganz gerne so Äste verwendet, wie zum Beispiel Hartriegelzweige, Birkenzweige. Doch diese Saison, die neigt sich jetzt dem Ende zu, weil es ja auch wärmer wurde und die Äste jetzt auch ausgetrieben haben. Und dadurch verwende ich jetzt da so schöne Moosäste. Da kann man wirklich ganz viele verschiedene Materialien verwenden. Ich nehme da die etwas verwelkten Blüten, die nehme ich da weg, weil die sehen da nicht mehr top aus. Oh, jetzt habe ich da beim einen habe ich das Ganze abgerissen. Das ist sehr schade, weil bei den Küchenschellen ist es so, dass die ganz, ganz schöne Blütenstände haben und anschließend auch schöne Samenstände, also wo dann so Pelzchen entstehen, wo man dann die Samen ablesen kann. Oder sie werden dann vom Wind oder so weitergetragen. Ich bin ja ein Florist, der sehr, sehr gerne natürlich arbeitet und somit wollen wir doch diese Kreation auch schön natürlich machen, dass es wirklich so schön naturverbunden aussieht. Ich nehme da noch Kokosfaser rein, dann habe ich da noch so einen Abschnitt vom Euphorbia Spinosa Holz. Man könnte auch noch Rindenstücke reinmachen. Vielleicht habe ich da noch was. Da zum Beispiel Eukalyptusrinde. Die kann man da einfach wirklich noch so schlicht reinmachen. Wichtig ist einfach am Schluss, dass es das Plastik abgedeckt ist, dass man die Erde schön sauber abdeckt und somit die Kreation schön fertig ist. Ja, so sieht die Kreation einmal aus. Und jetzt habe ich ja am Anfang schon die Notenstifte, die 10-Franken-Noten bereit gemacht und die nehmen wir jetzt auch noch in die Kreation rein. Hier finde ich es wichtig, dass man die Noten sichtbar einarbeitet, aber nicht, dass sie da irgendwie dominant aus der Kreation rausschauen. Also das heißt nicht, dass sie irgendwo hier oben sind, sondern dass es da wirklich eine schöne Harmonie gibt. Wichtig ist auch, dass man am Schluss zählt, wie viele Noten habe ich drin und dass man am Schluss überlegt, habe ich alle drin. Ich habe vor kurzem einen schönen Strauß kreiert mit Losen drin und habe nicht gezählt am Schluss und plötzlich habe ich noch eine solche Losgeschichte auf dem Arbeitstisch gesehen und dann habe ich gemerkt, oh, eines habe ich da nicht reingearbeitet. Und dann habe ich das noch gemacht, aber jetzt hier habe ich 6 Stück reingearbeitet, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und das 6. ist noch da hinten. Die Kameraeinstellung ist da vielleicht etwas suboptimal. Ja, ich habe jetzt da wirklich so mit Stauden eine wunderschöne Pflanzenkreation kreiert, frühsommerlich eigentlich, aber noch nicht mit Sommerblumen, weil wenn es dann nochmals gefrieren kommt, dann hast du ein klitzekleines Problem, wenn du schon jetzt die Geranien oder die Pladenia oder sonstige Pflanzen rausstellen tust. Darum empfehle ich dir, jetzt noch schöne Stauden zu verwenden. Akalei, dann habe ich da eine Küchenschelle, dann habe ich da die Schlüsselblume oder das Mannschild. Und das gibt dann eine wunderschöne, schlichte Harmonie, die auch sicherlich dem Empfänger gefällt. Ja, so können wir jetzt das Ganze schön in Zellophan einpacken, die Kundin. Kannst dem Empfänger auf den Geschenktisch stellen und so wird sicherlich ganz viele Freude aufkommen. Ich hoffe, diese Kreation hat dir gefallen. Wenn ja, dann drück doch bitte einen Daumen nach oben und vergiss ein Abo nicht. Schaue mal auf meine Webseite, vielleicht siehst du dort auch noch spannende Sachen und unten kommen 2 neue Videos, wo du dir anschauen kannst, was ich sonst noch so kreiere und was ich sonst noch so mache. Ja, und dann sage ich wieder, tschüss und weg, sagt der Blumenmann, bis bald wieder.